Herzlich willkommen zum ersten Part von Argos. Betretbar ab 1370 und ganz wichtig, nehmt einen Supporter mit, der wird euch später das Leben retten. Bevor es losgeht, sollten beide Gruppen ihre Positionen klar machen. Es geht dabei um die vier Himmelsrichtungen und man selbst guckt links auf seine Gruppennummer und stellt sich dementsprechend so auf. Es gibt auch eine zweite Variante, welche nach der Uhrzeit geht. Dabei nimmt man seine eigene Gruppennummer und nimmt sie mal 3 und stellt sich dementsprechend auf die Uhrzeit. Gefällt mir persönlich aber nicht so. Los geht es mit Argos. Ihr werdet nun per Zufall der Mond- oder Sonnengruppe zugeordnet. Das erkennt ihr an dem Kreis, der unter euch ist. Orange ist halt Sonnengruppe und lila-blau ist halt die Mondgruppe. Im Allgemeinen kann man dazu sagen, dass die Sonnengruppe gegen die ganzen Sonnenattacken immun ist und die Mondgruppe gegen die ganzen Mondattacken von Argos. Hier in dem Falle stelle ich mich als Sonnenmitglied in die Sonnenattacke rein und kriege keinen Schaden. Kommen wir zu den wichtigsten normalen Attacken. Argos macht einen Mond- und einen Sonnenkreis unter sich. Ein Kreis ist innen und einer ist außen. Stellt euch entsprechend eurer Gruppe in die jeweilige Zone, damit ihr keinen Schaden bekommt. Also die Sonnengruppe ist safe in der Sonnenzone und umgekehrt. Eine weitere Attacke ist, dass er 2 Striche auf den Boden zieht, welche dann nach außen hin Schaden machen werden. Stellt euch dabei zwischen die beiden Striche vom Anfang an und ihr werdet nicht getroffen. Kommen wir zur großen Pizza. Diese macht Argos zufällig und dort, wo ihr gerade steht. Stellt euch entsprechend eurer Gruppe in die jeweilige Safe Zone. Manchmal müsst ihr euch nur 2-mal sicherstellen, manchmal wie in dem Falle auch 3-mal. Das ist komplett zufällig. Nun zur großen Hauptmechanik. Argos springt in die Mitte und stößt einen Schrei aus. Entsprechend eurer Mond- oder Sonnengruppe und eurer Position, die ihr am Anfang gemacht habt, stellt ihr euch nun in das richtige Feld dazu. Steht ihr dort nicht drin oder steht im falschen Feld, seid ihr tot. Danach wird es sehr interessant. Unter ihnen läuft ein Timer ab. Bis zum Ablauf des Timers müssen die Mond- und die Sonnengruppe gleich viel Schaden an Argos machen. Da dies gerade bei Randoms sehr schwierig zu koordinieren ist, hat man sich darauf geeinigt, dass einfach niemand Schaden macht. Nun ist stumpfes Rumlaufen und Warten angesagt. Denkt daran, und das ist sehr wichtig, dass nach Ablauf des Timers seid ihr in der jeweiligen anderen Gruppe. Das heißt, wenn ihr vorher in der Sonnengruppe gewesen seid, seid ihr jetzt in der Mondgruppe. Dementsprechend müsst ihr auch bei den ganzen Attacken von ihm natürlich umdenken. Macht eine Gruppe während dem Timer zu viel Schaden an Argos, bekommt Argos das entsprechende Zeichen unter sich. In dem Falle hier müsste jetzt die Sonnengruppe diesen Schaden nun wieder ausgleichen, bis er neutral wird. Schafft man das vor Ablauf des Timers nicht, macht Argos eine große Attacke und die Gruppe ist tot, welche den Schaden nicht ausgeglichen hat. Die nächste Mechanik, welche immer mal wieder kommt, ist eine Merkmechanik. Na, hast du dir gemerkt, wo was war? Ist auch ziemlich schwierig. Aus dem Grund stellt sich die Mondgruppe auf 5 Uhr und die Sonnengruppe auf 7 Uhr hin. Hier sind immer die letzten Safe Zones für die jeweilige Gruppe. Steht man bei dem letzten Tick falsch, bekommt man den meisten Schaden. Jetzt kommen eure Supporter ins Spiel. Diese sollten euch einen Schild geben, sodass ihr die ersten Ticks ohne größeren Schaden überstehen könnt. Das Ganze sieht ungefähr so aus. Dasselbe nochmal aus der Sicht der Sonnengruppe. Die Sonnengruppe stellt sich dorthin, der Supporter gibt einen Schild und alle könnten theoretisch dort stehen bleiben und warten. Habt ihr das Ganze beachtet, geht es wirklich nur darum, haut ihn um und damit habt ihr auch die erste Phase erledigt. Diese Phase gibt übrigens 800 Gold. Jetzt geht es weiter theoretisch zur zweiten Phase oder ihr könnt das Ganze hier beenden. Die zweite Phase ist ab 1385 und das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin guckt gerne in die Videobeschreibung, da sind alle anderen Guides verlinkt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!